Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Und wir spielen heute Sequenz 8, den Schlussakt. Und schauen einfach mal, was uns da erwartet. Das Derek töten, ich vermute mal nicht, aber es ist zumindest das Ende von Mr. Roth. Und vielleicht auch das Ende von beiden. Wer weiß, wer weiß. Wir werden sehen. Fakt ist, selbst nach dem Ende habe ich auf jeden Fall noch mindestens eine Mission, die ich gerne zusammen mit euch spielen würde. Und das wäre der Erste Weltkrieg. Warum ist da jetzt jemand umgefallen? Platzanweiser, so, so. Lass mich raten, wir müssen ihn umlegen. Und, dann mal schauen, dass wir seine Maske bekommen und den Platzanweiser ersetzen können. Okay. Ich würde mal sagen, wir sneaken uns einfach mal ran. Und schauen mal, was wir so tun können. Guten Tag. Von Roths Wache plündern. Oh Gott. Auch das noch. Die Türen öffnen sich in Kürze. Bitte die Masken anlegen. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Wollte doch das Ding wieder ausmachen. Maskierte Gäste hier entlang. Eine Maske. Ohne Maske? Kein Zutritt. Ich glaube, Corvus ist Latein und heißt Kräf. Ich begleite und kümmere mich um Träume. Okay, schauen wir mal. Vielleicht haben wir hier oben auch die Möglichkeit, eine Maske zu plündern. Wie zum Beispiel von dir. Danke für die Maske. Und ich glaube, das ist unser Ticket rein. Was? Alles gut, alles gut. So, jetzt folgen wir der netten Dame, denn offensichtlich sind wir ja unerkannt. Betreten wir nun das Theater für die heutige Vorstellung. La 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 la. Einfach nur eine Gruppe von maskierten Männern, die an ein Theater geht, zu einem Maskenball. Sind alle bereit? Dann gehen wir rein. Gut, gut. So. Okay, wir müssen einen Aussichtspunkt erreichen. Wir führen heute und nur heute Nacht eine ganz besondere Interpretation von Corvus der Schwindler auf. Oh ja, der Schwindler. So ist es. Bewahren Sie Ruhe, meine lieben Gäste. Keine Angst. Dies ist nur die reinste Form der Unterhaltung. Die heutige Vorstellung geht dem Andenken und dem Verdienst eines jungen Mannes, der einen festen... Okay, da kommen wir. Also wir müssen tatsächlich hier lang. Alle Bedenken und Beschwerden sind bitte an ihn zu richten. Jacob, mein Junge, diese Show... Okay, das hat ja relativ simpel funktioniert.
Okay. Hier oben haben wir noch eine weitere Wache, an der wir vorbei müssen. So, du hast uns nicht gesehen. Schade, lalalala. Ach ja. Ich bediene Sie heute Abend, Gentlemen. Bedienung, Unterstützungsgelegenheit. Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Szene 2 bereit. Okay, wir versuchen natürlich, ihn mit einem einzigartigen Attentat zu töten. Lass mich raus! Ich muss den Steg für die Show runterlassen! Okay. Keine Fernwaffen nutzen, um die Köder zu töten. Was denn für Köder? Wir haben einen Freiwilligen. Einen aufmunternden Applaus für diesen sehr mutigen Mann. Unser Freiwilliger wird in Kürze für dich sterben, Jacob. Sie haben gleich das Glück mitzuerleben, wie dieser Gentleman beschossen wird, und zwar aus kürzester Distanz. Unser Kunstschütze wird auf mehrere Ziele rund um seinen Kopf herumschießen. Aufregend, nicht wahr? Okay. Wird unser Ehrengast unverletzt bleiben? Wir müssen irgendwie an die... Köder rankommen. Wir sind ein zäher Haufen. Stellen wir diese Zähigkeit auf die Probe. Okay. Wir dürfen keine Fernkampfwaffen benutzen. Guten Tag. Entschuldigung, Liebes. Wo kann ich denn hier mal austreten? Da drüben. Danke. Haha. Wie bitte? Ihr kriegt mich im Übrigen nie hier. Wie mitreißend. Keine Angst, meine Freunde. Das gehört alles zur Show. Bitte bleiben Sie doch auch für den Was gehört alles zur Show? Okay, hier sind nur... Doch, hier sind auch drei Wachen. Okay. Wir warten. Und schauen ihr einfach zu, wie sie Leute vergiftet. Okay, wir müssen auf jeden Fall darunter, dass er den Steg senken kann. Okay. Die nette Dame kommt langsam nach hier. Ach ja, Leute. Das kann ganz schön dauern. Los, vergift ihn. Die Frage ist, tötet sie damit nur einen? Oder tötet sie damit noch mehr? Ach, die töten sich gegenseitig. Okay. Ja, dann... Gehen wir einfach mal an denen vorbei. Okay, wir müssen noch zwei weitere töten.
Die Beute vor Augen, die Zähne gespitzt. Mary, unser tapferer Freiwilliger hat nicht einmal gezuckt. Ups, keiner gesehen. Okay, wir begeben uns eine Etage tiefer und schalten nach und nach die Leute aus. Aha! Man müsst ihr denn immer in geschlossenen Räumen qualmen? Sehr schön. Okay, die oberen beiden sind mit einer Vergiftung ausgeschaltet. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter runter. Oder, nee, wir sind schon ganz unten. Okay. Okay, den dürfen wir nicht mit einer Fernkampfwaffe töten. Das Aroma ist beim zweiten Mal noch kräftiger. Die Jagd, sie wird eher zum Selbstzweck als zur Notwendigkeit. Das gilt aber nicht für ihn. Damit haben wir nicht gerechnet. So, wir sneaken uns einfach mal ran. Ich bin noch längst nicht fertig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Und töten auch Nummer 3. Du ziehst die Tragödie der Komödie vor. Ich wusste, dass du guten Geschmack hast. So, und jetzt müssen wir auf die andere Seite den Maschinisten befreien für unser einzigartiges Attentat. Okay. Sind noch einige hier hinten im hinteren Bereich. Also warum sie sich nicht selber kaputt machen lassen? Und der nächste. Roth! Jetzt zeig dich! Oh, war er das schon? Ups. Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los, zelebrieren! Du bist am Zug, Jacob, mein Bester. Okay. Brenn! 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 Ja. Offensichtlich hat der Typ zu viel geraucht. Moment, wir befreien aber vorher noch den komischen Typen hier. Komm mal raus. Das ist reizend. Tausend Dank. So, senk mal den Steg bitte. Wie kommen wir denn da am schnell... Ah, ich sehe eine Leiter. So, dann hoffen wir mal, dass das auch so funktioniert. Na komm. Wieso?
Hä? Wieso kann ich denn da nicht hoch? Ah, ha. Kann ich wohl. Ich würde sagen, wir assassinieren. Und ich habe das einzigartige Attentat verpasst. Na toll. Dies ist ja wundervoll. Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles. Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Warum nicht? Schade, dass wir das einzigartige Attentat nicht durchführen konnten. Hier komme ich nicht lebend raus. Okay. Gut, ja, wir sollten in der Tat verschwinden. Okay, hier kommen wir raus. Ja, in unter 90 Sekunden verschwinden. Toll. Alter. Ah, komm schon. Ab nach unten. Oh, waren das unter 90 Sekunden? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Nun, immerhin auf 100%, leider nicht das einzigartige Attentat. Schade, das hätte mich jetzt schon irgendwie gereizt. Aber nun gut. Die Freuden der Freiheit. Ordnung erschuf Unordnung. Die See erhebt sich, um die Pubs zu fluten. Laternen zu löschen. Hat er dann fucking Zebra an der Wand? Unsere Stadt stirbt. Tupini ist gescheitert. Lucy ist gescheitert. Brutnell, Eljetson. Pearl. Wir alle gingen ins Dunkel. Jetzt ist es an mir. Die Assassinen brachten das Wilde der Natur in unsere Heimat. Menschen wurden zu Monstern. Stürzten sich auf uns wie Bestien. Unsere Zivilisation muss diesen Ansturm überstehen. Damit die dunklen Zeiten nicht zurückkehren, fange ich neu an. London wird neu geboren. Der Edensplitter ist unter dem Buckingham Palace. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt können wir das Eindringen planen. Warte, wir brauchen eine visuelle Bestätigung. Wenn wir da reingehen, müssen wir absolut sicher sein. Wir haben nur einen Versuch, bevor Otto Berg sich auf uns stürzt. Da muss ich schon recht geben. Wir gehen beim Palast in Stellung. Aber wir warten, bis du die Daten synchronisiert hast, bevor wir losschlagen. Nun hängt alles von dir ab, Novize. Okay. Etwas hängt von uns ab. Das finde ich aber interessant. Vor allem, wenn meine Stimme auch schon wieder versagt.
Okay, Leute, wisst ihr was? Ob wir den Nebensplitter finden, das sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sag einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.